Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ja, moin Leute, viel Spaß! Scheiße! Ich habe ganz vergessen, dass wir ja hier noch in London rumhängen. Mann, scheiße, ey. Na gut, sollte nicht weiter tragisch sein, Freunde. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal in Richtung, halt diese Fracht hier wegbringen, die wir hier noch drauf haben. Und dann werden wir mal versuchen, mit dem neuen Gefährt zu fahren. So. Boah, ich hoffe, das kriegen wir jetzt hier auch irgendwie hin. Wunderbar. So, wir wollen auf jeden Fall, wie gesagt, hier erstmal die Fracht versuchen an den Mann zu bringen. Und anschließend wollen wir ganz gerne natürlich auch nochmal den neuen LKW, den wir uns in der letzten Folge kreiert haben, fahren. Und das ist heute so unsere kleine Aufgabe, sage ich jetzt mal so. Ja, das haben wir auf jeden Fall vor. Und wie gesagt, ich bin halt immer noch so ein bisschen am Vorproduzieren. Weil, wie gesagt, ETS kann man halt recht gut vorproduzieren. Und da braucht man jetzt nicht so wahnsinnig viel vorweg machen oder vorbereiten oder wie auch immer. Deswegen ist das relativ entspannt. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt oder Themenvorschläge beispielsweise oder sonst etwas, schreibt mir die unten gerne in die Kommentare rein. Dann werde ich die bei der nächsten Aufnahmesession dann auf jeden Fall mit einbinden. Weil wie gesagt, ich bin halt auch am Versuchen, das alles so in den Griff zu kriegen, dass wir weiterhin, wie gehabt, auch täglich jetzt 2 Videos online kriegen. Einfach aus dem Grund, dass ich das ganz gerne wieder machen möchte und weil ich halt auch euch wieder ein bisschen was anderes bieten möchte als nur jeden Tag beispielsweise den Landwirtschaftssimulator. Und ich denke, in so einer Form kriege ich das recht gut hin, wenn ich das so gesehen hier vorproduziere. Und ja, wie gesagt, dann kriegt man das ja recht gut hin, weil das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo sich jetzt dramatisch viel ändert, täglich oder wöchentlich oder wie auch immer. Deswegen kann man das recht gut vorproduzieren und dann immer nach und nach raushauen. Deswegen ist das für mich so eine ganz entspannte Sache, wo ich dann sagen kann, ey, das ist ganz cool, das kann ich machen. Und dann kann ich mich aber auch parallel noch auf das andere konzentrieren, nämlich auf den Landwirtschaftssimulator und auf den Multiplayer dort. Ne, denn der Server braucht natürlich auch eine gewisse Betreuung, die natürlich auch ich ausrichten werde. Deswegen ist es recht cool, wenn wir beispielsweise, wenn wir da dann so den Flow reinbekommen und dann zusätzlich halt ab und an, je nachdem, dann noch die Livestreams, die kommen dann natürlich auch noch dazu. Und so haben wir dann ein ganz cooles Projekt oder ganz cooles Gesamtbild letzten Endes, dass wir alles wieder so wenig, also halt so ein bisschen unter einen Hut bekommen. Und das gefällt mir persönlich recht gut, muss ich sagen. Also ich bin im Moment recht zufrieden, auch wenn ich ab und an so einen kleinen Anstoßer immer brauche, um auch die Folgen aufzunehmen oder halt auch mal zu überlegen, was rede ich denn jetzt eigentlich in der Folge oder was spreche ich an oder wie auch immer. Und gerade auch im Euro Truck Simulator ist es natürlich jetzt nicht so, ist es natürlich nicht so die Norm, na, also beziehungsweise nicht so das Projekt, wo mega viel passiert, wie ich das ja schon so oft gesagt habe. Na, aber trotzdem, denke ich mal, ist es ganz, ganz cool, das Let's Play. Hoffe ich doch mal. Könnt mir ja gerne auch mal euer Feedback in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall super freuen, wenn ihr da auch mal ein bisschen sagt, ey, das ist geil, das finde ich super oder das könntest du vielleicht noch ein bisschen verbessern. Weil, wie gesagt, mit dem Daumen nach unten kann ich das natürlich nicht sehen. Ne, mit dem Daumen nach oben weiß ich, ja, euch gefällt das, aber wie gesagt, auf meinem Kanal bin ich ganz gerne, möchte ich ganz gerne auch eure Meinung hören. Und wie gesagt, das könnt ihr halt nur machen, wenn euch das Video nicht gefällt.
dass ihr unten reinschreibt und sagt, was euch nicht gefällt, weil ansonsten kann ich mich natürlich auch nicht verbessern. Das ist natürlich ganz klar, Freunde. Na, das wisst ihr aber mittlerweile, denke ich mal, weil ich bin ja jetzt nicht erst seit gestern hier, sondern bin ja schon eine ganze Weile auf diesem Kanal unterwegs. So, was ich noch ganz gerne ansprechen möchte, ist das Thema, ist eigentlich so immer so ein blödes Thema, das habe ich auch schon relativ oft auch mal im Eurotruck, sag ich mal, angesprochen, aber das Thema Spenden. Weil viele von euch mich, wie gesagt, auch immer öfter fragen, wie kann ich dich unterstützen, auch im finanziellen Wege, sage ich jetzt mal. Ne, weil klar, ihr unterstützt mich, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ihr unterstützt mich, wenn ihr die Folgen regelmäßig schaut, ihr unterstützt mich sogar, wenn ihr einen Kommentar schreibt. Das sind alles Wege der Unterstützung, wo ich euch sehr dankbar drüber bin. So, jetzt gibt es natürlich noch die anderen Leute, die sagen, ey, das, was du machst, ist super cool und du sollst natürlich auch irgendwann mal dich auch in der Hardware oder so verbessern, weil klar, die Spiele werden auch immer anspruchsvoller und brauchen natürlich auch dementsprechende Peripherie oder Hardware, die ich mir dann quasi durch Spendengelder in Anführungszeichen natürlich mitfinanzieren kann. Und die Leute sind dann halt so nett und sagen, ey, ich habe jetzt, keine Ahnung, 1 Euro im Monat über und ich würde halt Bauer-IP dadurch ein bisschen mit unterstützen. Das ist absolut gar kein Problem und da freue ich mich auch ehrlich gesagt drüber, auch wenn es für mich immer so ein Knackpunkt ist, weil ich weiß, wie viele junge Zuschauer eigentlich unter uns sind, denen man natürlich auch kein Geld aus der Tasche quatschen will. Ne, das ist natürlich auf kompletter freiwilliger Basis, ne, mit den Spenden. Das ist überhaupt gar kein Muss, um hier irgendwas mitzugucken oder sonst etwas. Denn die Leute, die halt etwas überhaben, sei es 1 Euro, sei es vielleicht auch 3 Euro, wie auch immer, ne, das ist komplett egal. Mich freut es persönlich viel mehr, auch wenn ihr die, natürlich freut mich das, wenn ihr mich unterstützt im Sinne mit 1 Euro oder so, aber natürlich freut es mich umso mehr, wenn ihr die Videos schaut und die Video und dabei seid, so, als, das ist halt so das Ding. Jetzt wollt ihr natürlich bestimmt wissen, wie ihr mich unterstützen könnt mit Spenden oder so. Das ist ganz einfach, denn im Livestream beispielsweise gibt es einen Link in der Videobeschreibung, der auch nachträglich immer noch da ist. Der ist von Tippy Stream. Den könnt ihr einfach anklicken und mir da spenden. Dann kriege ich auch, wenn ich offline bin, eine Benachrichtigung, der und der hat gespendet. Wollt ihr es aber so machen, dass ihr auch dabei gesehen werdet, wenn der Stream offline ist, denn wenn der Stream online ist, dann gibt es dann halt diese Notifications, also diese Alerts, die dann ankommen, die ich dann halt auch im Stream, wo ich mich dann halt auch live im Stream dann direkt bedanken kann bei demjenigen, was natürlich ziemlich cool dann ist. Aber möchtet ihr das auch machen, wenn ich offline bin, wenn ihr denkt so, ja, ich hab jetzt hier noch 1 Euro auf der Paysafe-Karte über, die könnte ich dann doch mal Bauer spenden oder wie auch immer, was ihr auch immer dabei denkt. Könnt ihr das natürlich auch liebend gerne machen und zwar dann einfach im Forum, Leute. Im Forum oben rechts ist ein Bereich, der sich Spenden nennt. Ganz rechts der Menüpunkt lautet Spenden. Und da könnt ihr dann halt spenden mit Paysafe-Karte, mit PayPal, mit Banküberweisung, Sofortüberweisung, mit allem Möglichen, worauf ihr Bock habt. Und das Ganze wird natürlich in dem monatlichen, in Anführungszeichen, Ziel, was ich im Forum mal gesetzt habe, wo ich natürlich dann auch Serverkosten und halt, ne, mir dann irgendwelche Hardware neu kaufe, Equipment. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich im Moment darauf am Spekulieren bin, mir entweder neues Lenkrad oder neue Mikrofon und neue Audioqualität oder Audio-Equipment zu kaufen. Da könnt ihr dann quasi im Forum das Ganze spenden. Und das wird dann quasi da in einer Tabellenform gut geschrieben beziehungsweise aufgezeichnet. Da könnt ihr dann sagen, ich möchte den Betrag anzeigen oder halt nicht, sodass man dann halt nur deinen Namen sieht und sagt, der und der hat dann und dann gespendet. Oder man kann sagen, der und der hat dann und dann mit dem und dem Betrag gespendet. Dann kann man da, wird man da
auf jeden Fall aufgezeichnet. Solltest du natürlich angemeldet sein auf dem in dem Forum. Solltest du nicht angemeldet sein im Forum, ist das auch kein Problem. Auch dann kannst du spenden. Dann wird halt nur nicht dein Name angezeigt, sondern dann steht da unbekannt hat gespendet. So, und das ist halt eine super Möglichkeit, auch ja, mich finanziell beispielsweise zu unterstützen, damit ich mein Ziel vielleicht auch irgendwann näher komme, mir entweder neues Lenkrad zu kaufen oder halt neues Audio-Equipment, wie auch immer. Wie gesagt, es ist kein Zwang, ich möchte es nur nicht durch euch finanziert haben. Klar werde ich das auch selber bezahlen, so, aber so ist es halt eine Möglichkeit, wenn ihr, sag ich mal, einen Euro über habt oder zwei oder drei, wie auch immer, dass ihr sagen könnt, ey, das kann ich dir gerne dazu beisteuern und das kannst du dazu zur Verfügung haben, weil ich deine Videos halt geil finde und du hast es halt verdient. So, das könnt ihr dann halt dementsprechend, könnt ihr da auch noch einen Text mit dazu schreiben und so weiter und so fort. Ihr könnt die Seite ja einfach mal auschecken und dann könnt ihr ja mal überlegen, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Wie gesagt, das ist absolut kein Zwang und kein Muss. Es ist lediglich für die Leute, die mich des Öfteren fragen, Bauer, wie kann ich dir spenden oder kann man überhaupt spenden? Und ja, man kann's. Und wie gesagt, ich möchte durch nichts das finanziert haben, von euch nichts finanziert haben, sondern lediglich wird das, was durch die Spenden dazukommt, wird dann halt in Serverkosten mit einbezogen, dass die Website und das Forum online ist und Game-Server beispielsweise, wobei ich die ja derzeit gestellt bekomme, was natürlich auch eine große Verbesserung und Erweiterung für mich persönlich ist, weil früher habe ich die bezahlt, damit ihr alle zusammen Spaß habt, was natürlich auch immense Kosten waren. Aber ne, jetzt beispielsweise ist es halt das Forum, was ich halt am Laufen halte, was ich persönlich selber bezahle und ja, und das Geld würde ich dann halt auch durch in Gewinnspiele wieder umwandeln, quasi, wenn ich jetzt, sag ich mal, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Monat X, da habe ich, keine Ahnung, 50 Euro bekommen, dann sage ich, geil, 50 Euro ist mega krass, dass ihr mir, sag ich mal, 50 Euro gespendet habt, ne, mit mehreren Leuten dann halt zusammen, wie auch immer. Aber dann würde ich sagen, den einen Monat würde ich dann sagen, ey, fett, 50 Euro, voll gut. Ne, nur mal als Beispiel hier, jetzt nicht, dass das irgendwie so wirklich stattfindet oder stattgefunden hat oder whatever. Ich wollte schon wieder gerade falsch fahren, habt ihr vielleicht gesehen. Auf jeden Fall würde ich dann halt sagen, geil, 50 Euro. Dann nehme ich die Hälfte von, sage ich 50 Euro, 25, nehme ich für, lege ich zur Seite für irgendwelche Kosten, die ich decken muss, hier Serverkosten oder halt pack das dazu zu meinen Peripheriekosten, sage ich mal, also halt Hardware, Software, wie auch immer. Und die anderen 25 Euro, die gebe ich euch dann wieder zurück im Prinzip, indem ich sage, fette Sache, dann nehme ich die 25 Euro und für 25 Euro kann man ja schon mal ein fettes Game kriegen. Und dann sage ich, dann mache ich daraus ein Giveaway, also ein Gewinnspiel und verlose ein Spiel XY mit den 25 Euro, die ihr mir auch gespendet habt, gebe ich dann auch wiederum zurück an euch als Dankeschön, dass ihr überhaupt Geld in die Hand nehmt und die irgendeinem wildfremden YouTuber, sag ich mal, der irgendwelche wilden Videos auf dem Kanal macht, spendet. Und das finde ich dann wiederum ziemlich cool, dass ich euch dann in dem Sinne halt das Geld wieder zurück gutkommen lassen kann. Na, also das Spenden ist natürlich jetzt nicht, ihr spendet mir Geld und ich pack das in meine Tasche, sondern ich möchte natürlich auch euch als Dankeschön wiederum was zukommen lassen, also zurückgeben, weil ich das sonst auch immer so ein bisschen blöd finde, dass die Community Geld in die Hand nehmen muss, um irgendwas ja, Gutes zu tun, sag ich mal. Weil ich finde immer, dieses Ding mit dem Geld ist immer so eine Sache, weil Geld ist halt ein Wert, ne? Und viele von euch kriegen halt wenig, sag ich mal, auch vielleicht nur wenig Taschengeld und wollen dann irgendwie spenden und sagen, oh, ein Euro, den gebe ich dann Bauer. So, weißt du, aber das ist halt immer so das Ding, wo ich mich dann immer so ein klitzekleines Ticken unwohl fühle. Aber vielleicht gibt es auch demnächst für Leute, die spenden, gibt es dann auch nochmal was Cooles dazu. Also da möchte ich natürlich noch nichts
viel zu viel versprechen, aber ich bin im Moment in der Planung und bin etwas am Umsetzen, was dann am Ende für die Leute, die dann irgendwann mal, je nachdem, es muss ja auch nicht heute sein, es muss auch nicht morgen sein, es kann ja auch, keine Ahnung, wenn ich irgendwann vielleicht noch einen Ticken größer bin, wo dann wirklich die Leute sagen, ey, ich spende dir was. Wie gesagt, das ist nur für die Leute gewesen, die mich des Öfteren immer mal fragen, und natürlich ist Spenden eine tolle Sache, aber es soll natürlich auch im Rahmen bleiben. Und wie gesagt, für die Leute, die halt spenden, denen möchte ich natürlich auch gerne wieder was Gutes zurückkommen oder gut was zurückgeben, und natürlich euch allen für den ganzen Support. Ne? Es muss ja nicht immer nur Support im Sinne von Geld sein, sondern es kann ja auch Support im Sinne von, ne, ihr supportet mich, wie gesagt, indem ihr Videos guckt, indem ihr sie liked, indem ihr sie ja, halt dabei seid und so weiter und so fort. Das sind halt auch alles Maßnahmen des Supports. Und wie gesagt, die Leute, die halt irgendwann dann mal spenden sollen, für die habe ich dann hoffentlich bald was Cooles, wo die sich dann auch nochmal drüber freuen, explizit für die Leute, die halt, sag ich mal, einen Euro oder wie auch immer zwei spenden. Aber dazu gebe ich euch dann bald mehr Infos. Vielleicht kommt das auch schon bald. Also wie gesagt, ihr werdet sehen, und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde immer so ein Talking über Spenden ziemlich doof eigentlich, weil es halt so ein Ding ist, was eigentlich mega unangenehm ist, und es soll jetzt auch nicht danach klingen, dass ich hier irgendwie nach Geld bettel oder sonst was. Na, ich komme sehr gut über die Runden mit meinem Geld, was ich zur Verfügung habe. Nur trotzdem sind halt immer noch Leute da, die mich auch weiterhin in dem Wege unterstützen wollen, für die ich das jetzt hier an dieser Stelle auch nur noch mal ein bisschen klarer machen wollte, weil es halt in den letzten Monaten ein bisschen ruhiger auch war wieder mit mir, weil ich halt viel zu um die Ohren hatte und halt nicht regelmäßig Videos gemacht habe. Was sich natürlich jetzt wieder ändert, wollte ich das halt nur mal wieder ein bisschen ansagen, damit die Leute, die halt immer gefragt haben, das halt auch wissen. Ja? Und in diesem Sinne, Leute, nehmt mir das bitte nicht böse. Das soll auf jeden Fall um Gottes Willen nicht danach klingen, dass ich hier irgendwie der Community Geld aus dem Hals leier oder sonst irgendwas, sondern es soll lediglich dazu dienen, für die Leute, die das freiwillig wollen und die nicht von mir oder sonst wem gezwungen werden. Wie gesagt, großen YouTubern, Streamern oder was auch immer, die haben das gleiche Problem, dass denen in den Livestreams auch donated wird oder wie auch immer. Und ja, wie gesagt, das wollte ich halt hier an dieser Stelle nur nochmal ansagen, und hoffe, dass es auch bei euch jetzt nicht so negativ ankommt oder sonst was, sondern ihr das eher positiv seht und sagt, ey, das ist eine coole Aktion, und ja, eigentlich vielen Dank für die Info, je nachdem. Und ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie es weiter damit läuft oder wie es damit weitergeht. Bisher gab es sogar auch schon ein paar Spenden, also vielen Dank auch für die, die immer mal gespendet haben, auch früher als noch der Birken-Server online war. Ja, wie gesagt, also Spenden ist auf jeden Fall möglich für die, die es wollen, und zwar freiwillig, Leute. Und in diesem Sinne habe ich natürlich jetzt auch schon relativ viel überzogen, weil mir das halt auch ein wichtiges Thema war, was ich halt auch ein bisschen ausführlicher erzählen wollte, weil nicht, dass es nachher irgendwie zu irgendwelchen ja, Sachen kommt, wo ihr dann sagt, Bauer geiert nach Geld oder sonst was. Nein, Leute, das mache ich nicht. Und wie gesagt, wir haben jetzt die Fracht auf jeden Fall abgegeben in der Zwischenzeit, was natürlich ziemlich nice ist. Wir haben hier ein bisschen EP bekommen, sind fast Level 19, sehr, sehr gut. Und in diesem Sinne würde ich mich auch verabschieden aus dem Video. Das ist jetzt schon fast 20 Minuten lang, aber ist ja nicht schlimm, kann man ja mal machen. Und wie gesagt, wenn euch das ganze Thema auch so ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch vielleicht eure Meinung noch mit unten in die Kommentare rein, damit ich auch mal so sehen kann oder hören kann, lesen kann vielmehr, was ihr, wie ihr dazu steht, ob ihr das gut oder schlecht findet, je nachdem. Und in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace und out. Ciao.